Nachdem ich von diesem Holzklotz einige experimentelle Sägeschnitte erledigen konnte, habe ich natürlich auch ganz feine hingekriegt. Zum Beispiel 0,2 mm. Ja gut, 0,1, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber bei ja, je nachdem wie ich andrücke hier. Ja, 0,2 mm ist es ein recht guter Wert, ein solch filigranes Figürchen als Dünnschichtholz zu sägen, als Furnier quasi. Somit scheidet mein Versuch an der Dekupiersäge aus. Ich wollte eigentlich diesen Schmetterling da sägen, welchen ich ja an der Dekupiersäge eigentlich auch gesägt habe. Aber so sieht man wieder, dass eine Bandsäge eine gute Ergänzung zu einer Dekupiersäge sein kann. Und erneut mein Anschlag hier, meinen magnetischen Anschlag, hier habe ich einen Ringmagnet. Und den setze ich Pi mal Daumen da dran ans Sägeband. Die Schnitthöhe stelle ich dann mal ein. Ja. Und ich denke mal, wichtig ist, dass man hier nicht so sägt. Ja, das ist schwierig. Also, ich würde am liebsten so sägen, weil dann werden die Fühler nicht abgerissen. Ja, dann klappt es besser. Aber hier komme ich an diesem punktuellen Anschlag nicht dran. Also probiere ich gleich, inwieweit die Fühler auch dran bleiben. Der Anschlag dürfte so stimmig sein. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Gut, hier haben wir einen Ausriss. Okay, jetzt ist auch gebrochen. Ob es ein Ausriss war oder ob es dann Bruch war. Aber nichtsdestotrotz, die Fühler sind dran geblieben. Das hier kann ich immer noch da dran kleben. Und dann schauen wir mal, welche Breite die Fühler haben. 0,9 mm. Also ich bin mit dieser Einstellung eigentlich zufrieden. 0,8. Also 0,9 im großen Ganzen. So, das kleine Teilchen bewahre ich mal auf. Und nun versuche ich einen weiteren Sägeschnitt.
Perfekt. Sehr schön. Dann säge ich noch mal zwei und dann probiere ich was draus zu basteln. Mal habe ich schneller durchgejagt, schneller gesägt, und das sieht man auch, da sind jetzt ein paar leichte Späne dabei. Das heißt, langsamer sägen ist besser. Ich bin gespannt, wie weit ich diesen Wert unterschreiten kann. Daher stelle ich mir es Pi mal Daumen noch ein bisschen schmäler ein hier. Und bin gespannt, ob da ein Ausriss oder ein Abbruch erfolgen wird. My magical bandsaw.